Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einem Videotutorial zu dieser Karte. Wirkt erstmal recht unscheinbar. Und tada, jetzt muss ich sie so ins Bild halten, damit sie überhaupt ganz reinpasst. Und da zeige ich euch doch jetzt einmal, wie ich das Ganze gebastelt habe. Wir brauchen einmal, nein, eigentlich zweimal Farbkarton, Marineblau 10,5 x 14,8 cm. Also die fertige Karte hat ein ganz normales Standardkartenmaß und lässt sich damit auch ganz problemlos verschicken. Dann benötigen wir grundweißen Farbkarton 10,0 x 29,7 cm. Der wird gefalzt bei 14 cm. Und dann drehen wir ihn einmal auf die andere Seite und falzen bei 28 cm. Die Falzlinien knicke ich dann jetzt auch schon einmal nach. Und zwar eben so Ziehharmonika-förmig. Und deshalb habe ich auch entsprechend versetzt, gefalzt. Denn das Ganze kommt ja gleich so in die Karten. Hier unten möchte ich aber zunächst noch was hinstempeln. Und zwar den kleinen Freund hier. Nein, er braucht einen etwas größeren Stempelblock. Und da lohnt es sich, das halt vorher schon mal zu falzen, damit man das nicht nachher an die falsche Stelle gestempelt hat. So. Koloriert habe ich das Ganze mit den Stampin' Blends, den kleinen Otter in Hell- und Dunkelwildleder. Und den Bauch habe ich dann in Hellsabande gemacht und mit dem Farbaufheller. Die Nase ist schwarz, das Wasser ist hellmarineblau. Und hier die Grautöne, die habe ich hier für den Fisch gebraucht. Die brauche ich jetzt nicht. So, ich mache das eben im Schnelldurchlauf. So, schwuppdiwupp, fertig koloriert. Machen wir uns doch ein wenig ans Zusammenkleben. Ich fange damit an, die Karte auf den unteren Basisteil zu kleben. Vorteil bei dem Tombow-Kleber ist, dass man immer noch ein bisschen hin und her rutschen und korrigieren kann, dass das Ganze schön mittig sitzt. So. Dann klappe ich das zu, die Lasche rum, mache jetzt hier meinen Kleber drauf. Und richte jetzt die vordere Kartenbasis an der unteren aus. Also, dass die Kanten alle schön bündig sind. Und wenn das der Fall ist, kann ich das gut festdrücken. Und damit habe ich schon mal den Effekt. Und hier trotzdem alles schön gerade. Dann habe ich hier Designerpapier, 10,5 x 7,6 cm, sollte es sein, aber es ist noch ein bisschen zu lang.
10,2 sollen es ja auch sein, ne? Kater hat ja schon 10,5. Ach, papalapap. Jetzt war ich gerade durcheinander. 10,5 ist richtig, weil ich hier keinen Abstand haben wollte. Entschuldigt bitte die Verwirrung. Ist das Problem, wenn schon etwas länger her ist, dass man das gebastelt hat und dann durch krankes Kind nicht zum Video gekommen ist, ne? Also 10,5 mal 7,6 ist richtig. Denn das Ganze soll so aussehen. So, dann brauchen wir noch das Band. Da habe ich jetzt hier Seladon genommen. Ich finde das zum einen farblich nochmal einen schönen kleinen Hingucker. Und es passt ja auch wiederum gut zum Meer mit dem schimmernden Grün. Das habe ich hier hinten rumgelegt und dann hier einfach festgeknotet. Damit haben wir auch das schon. Dann hatte ich mir diesen Otter auf grundweißen Farbkarton gestempelt. Soweit auch schon koloriert. So wie den gerade und den Fisch, den habe ich mir dann noch mit dem Wing of Stella ein wenig beschimmert. Und jetzt brauche ich einmal Dimensionals. So, hier nehme ich mir so ein schmales Stück. Ich glaube, hier oben machen wir noch einen kleinen hin. So. Und ich fand das jetzt so schön passend hier von dem Designerpapier aus der Celebration, dass ich den genauso da reinsetze. Jetzt ist die Karte noch etwas leer. Deshalb auch aus dem Stempelset. Hoffe, du schwimmst im Glück. Gestempelt. Mit der Stanze hier ausgestanzt. Das wollte ich ursprünglich, hatte ich erst gedacht, ich mache den Wellenrand da rundherum, aber irgendwie war der mir hier für die Karte zu wuchtig. Problem ist, stanze ich das natürlich in der gleichen Größe aus, sieht man davon ja nichts. Außer wir machen einen kleinen Trick. Wir schneiden das jetzt einmal ungefähr mittig durch. Jetzt kommt hier Klebe hin. So. Hier auch. Auch hier ist der Tombow wieder super, weil wir eben ein bisschen das Ganze hin und her rutschen und ausrichten können. Damit hier nämlich nicht so die Kanten überstehen. Dann drücken wir das Ganze gut fest. Zack, Dimensionals dahinter. Aufgeklebt und so haben wir das Oval auch noch schön umrandet. Ich hoffe, ach nee, haha, jetzt wollte ich das Video beenden und habe was vergessen. Ich habe hier noch diese schönen Akzente in Meerglasoptik genommen. So, mal kurz mein Band hier ausrichten. Zack.
Und nehme den kleinen hier noch. Kleber auf mein Papier kleben geblieben. Ja, nehmen wir wohl einen anderen. So. Und jetzt ist die Karte fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!